und willkommen zu einem neuen DM-Haul. Ja, ich war mal wieder einkaufen. Es ist jetzt Ende des Monats, also wir haben praktisch jetzt morgen den nächsten Monat und da musste mal wieder ein bisschen was her, vor allen Dingen auch an Haushaltsprodukten und ja, aber auch ein paar Kleinigkeiten, so was Beauty anbelangt. Es ist bei mir momentan ein bisschen weniger geworden, bekommt ihr vielleicht auch mit, vor allen Dingen dekorative Kosmetik, weil ich einfach so viel habe und da erstmal nicht groß neu brauche. Also das ist ja schwachsinnig. Seitdem ich mit meinem Freund zusammen wohne, achte ich da auch ein bisschen drauf, weil ich habe einfach so viel, möchte das erstmal benutzen und ja, ich shoppe praktisch in meiner Schminksammlung und entdecke da neue Schätze. Da braucht man nicht immer groß jetzt jeder LE hinterher huschen. Das ist bei mir irgendwie so ein bisschen, ja, weiß nicht, ich bin da ein bisschen von ab. Aber ein paar Sachen sind trotzdem dabei. Damit fange ich jetzt auch an. Und für alle, die Haushaltsartikel auch interessieren, die können dann dranbleiben und am Ende dann das Video zu Ende schauen. Deswegen fange ich jetzt einfach mal mit den Beauty-Sachen an. Ja, ich brauchte wieder von Balea die Reinigungstücher, um mich abzuschminken. Da benutze ich gerne die für jeden Hauttyp mit erfrischendem Grapefruitduft. Die mag ich super gerne vom Geruch her und auch so von der Wirkung finde ich sie ideal. Kosten 1,25 Euro und ja, ich finde die klasse. Was ich für mich jetzt neu entdeckt habe relativ, ist die Kombination mit diesem Produkt hier. Das Garnier Reinigungswasser bzw. Micellenreinigungs Fluidwasser. All-in-One entfernt wirksam Make-up, reinigt schon, erfrischt für Gesicht, Augen, Lippen. Und ja, das ist für normale und empfindliche Haut. Das habe ich schon mal gehabt. Das habe ich jetzt auch das erste Mal aufgebraucht. Das werdet ihr auch in meinem nächsten Aufgebraucht-Video sehen, was jetzt auch ansteht oder was ich schon gedreht habe oder haben werde nach diesem jetzt. Ihr werdet es sehen. Ja, und ich verwende das sehr gerne in Kombination. Ich habe das vorher immer mit Abschminkpads benutzt für meine Augen und dann anschließend diese Reinigungstücher fürs Gesicht genommen. Momentan gebe ich dieses Produkt einfach noch mit auf diese Tücher rauf und dann geht alles ratzfatz super runter. Und ja, finde ich super. Das kostet 4,95 € mit 400 Millilitern und das hält richtig lange im Vergleich zu dem von L'Oreal und ist auch noch günstiger. Also das ist für mich ein Top-Produkt und ja, das werdet ihr auch in meinen Favoriten wiederfinden, was ich auch gerne noch drehen möchte, ein Monatsfavoritenvideo für euch. So, ich tauche mal ab. Dann habe ich mitgenommen für meine Haare. Da bin ich momentan auch so ein bisschen am Überlegen, ob ich rauswachsen lassen soll. Also ihr seht es, mein Ansatz ist ja elefantenarschbreit, sage ich mal auf Deutsch. Der ist schon wirklich sehr, sehr doll momentan. Aber ich bin so mit mir am Überlegen, soll ich rauswachsen lassen oder wieder färben? Ich weiß nicht. Ich hätte gerne wieder mein volles, dickes Naturhaar, obwohl ich auch mein Platinblond sehr, sehr liebe und an mir mag. Aber ja, ich lasse jetzt erstmal wachsen. Entweder überkommt es mich und ich färbe wieder blond oder ja, ich schneide sie nach und nach und lasse das so ein bisschen rauswachsen. Ja, auf jeden Fall wichtig. Ich muss jetzt bald Haare schneiden, auf jeden Fall, weil die sehr kaputt sind. Das ist jetzt auch nach dem Waschen, also schon sehr frizzy seht ihr ja, aber es muss mal wieder Haarkuren her und da liebe ich ja diese 1 Minute Soforthilfe-Kuren von Balea für 65 Cent. Pfirsich-Kokos für sehr trocken strapaziertes Haar, die sind Bombe, die machen super weiche gepflegte Haare und es riecht unglaublich toll, dieses Zeug. Also ich liebe die. Und dann habe ich nochmal etwas teureres mitgenommen für 95 Cent, die einmal von Dorf, diese Intensivaufbaukur, die finde ich richtig, richtig toll. Ist zwar viel Geld, aber für ab und zu, ja, weiß ich nicht, gönne ich meinem Haar sowas. Und von Glisskur, die Total Repair Kur. Auch die finde ich sehr, sehr gut. Und ja, jetzt habe ich gedacht, nimmst du dir mal wieder sowas mit. Dann habe ich was Neues entdeckt. Und zwar das Badesalz Wohlfühlmoment von Balea. Auch total meine Duftrichtung. Das ist jetzt auch wieder Kokos- und Cassis-Duft. Verwöhnt die Haut, inspiriert die Sinne. Kostet 55 Cent, meine ich. Was ich daran immer nicht so toll finde, ist, dass die nicht schäumen. Das sind ja halt Salze, Badesalze. Aber wenn ich ja das Verlangen nach Schaum habe, aber diesen Duft möchte, dann kippe ich noch ein bisschen anderen Badezusatz dazu und dann habe ich meinen Schaum. Aber auch diesen Geruch, weil das riecht so unglaublich toll. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses Shampoo von den Dreieckskuren, dieses Kokos. Also ich liebe Kokosgeruch. Deswegen musste das mit. Und noch zwei Neuheiten von Balea jetzt. Die sind gerade rausgekommen. Zwei Duschprodukte für je 95 Cent. Da musste ich die mitnehmen, obwohl ich ja noch was habe.
Die Softöldusche Dusche für geschmeidige und intensiv gepflegte Haut mit wertvollem Ölkomplex für sehr trockene Haut haben wir hier einmal. Und dann einmal die Softcreme-Dusche für geschmeidig und intensiv gepflegte Haut mit reichhaltiger Pflegeformel für trockene Haut. Ja, ich bin mal sehr gespannt, ob man da was nach dem Duschen merkt, ob man sich eincremen muss oder nicht. Mache ich ja generell eigentlich nicht so wirklich, wenn ich mal Zeit und Lust habe, was sehr, sehr selten ist, vielleicht zweimal im Monat, wenn es hochkommt. Aber ja, ich dachte mir, ist vielleicht ganz praktisch und Duschgel, wissen wir alle, brauchen wir immer und deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn man immer ein bisschen mehr zu Hause hat. Ist ja ein Verbrauchsprodukt oder ein Gebrauchsprodukt. So, dann habe ich von Biolabor mir was gekauft und ja, sei es Aberglaube oder nicht, aber ich bin da so ein bisschen am Ausprobieren. Ich habe von Biolabor diese Energy Kick Tabletten, die sind mit Taurin und Koffein. Und wenn ich merke, dass ich vielleicht nicht ganz so fit bin morgens, weil ich ja auch keinen Kaffee trinke, auch wenn ich ausgeschlafen habe, bin ich immer so eine, ich brauche so meine Zeit, um wach zu werden, wie wahrscheinlich jeder, aber ich bin auch so generell viel müde, oft müde und ich weiß nicht, wie lange ich schlafe, das ist eigentlich bei mir relativ egal und ich brauche manchmal was, um so rauszukommen, weil mich nervt das immer so und ja, die Kaffeetrinker haben halt ihren Kaffee. Ich mag keinen Kaffee, deswegen habe ich die ausprobiert und die wirken bei mir wirklich sehr, sehr gut. Also man ist total konzentriert, fokussiert auf das, was man tut. Man geht wacher durch den Tag, finde ich. Auch natürlich nicht den ganzen Tag, das hält nur für ein paar Stunden an. Aber immerhin. Und jetzt habe ich die hier gesehen bei Müdigkeit und Erschöpfung in Belastungssituationen hochdosiert. 40 Stück sind drin, eine habe ich heute schon genommen und hier sind halt Vitamin B12 drin, was halt gegen Müdigkeit ist, das ist ja bekannt. Vitamin B12, B6, Folsäure, Magnesium und Pantothensäure, was auch immer das ist. Kosten 3,95 und ja, ob die jetzt groß was bringen, weiß ich nicht, weil da kein Koffein drin ist. Aber ich habe mir gedacht, mein Gott, probier's mal was aus. Und wenn ich nur wach werde und ja, weiß ich nicht, konzentriert bin, weil ich es mir einbilde, dann ist es auch gut. Also ich weiß nicht, ob das was wirkt, aber mal gucken. Ja, dann finde ich, wie gesagt, gut. So, jetzt kommen wir zum Haushaltsteil. Das war der Beauty-Teil. Ihr seht, da war kein einziges Schminkprodukt dabei. Also das ist mau bei mir, aber wie gesagt, ich habe alles. Jetzt machen wir weiter mit Klopapier. Braucht man immer. Ich bin momentan auf dem Trip, das fünflagige zu kaufen, was natürlich teuer ist, weil da nur 6 Rollen drin sind für 2,75. Aber irgendwie finde ich das gut und deswegen habe ich es jetzt schon ganz oft eigentlich nachgekauft, ja. So, dann gibt es neue Biobaumwoll-Tragetaschenfarben. Und zwar hat DM jetzt diese schöne hellgrüne. Die musste ja glatt mal mit. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber immer wenn man einkaufen ist, hat man keine Tüte mit. Und zu Hause hat man einen Berg von Tüten. Und ja, das war bei mir der Fall. Deswegen habe ich gedacht, Mensch, nimmst du mal die neue Farbe mit? Und ja, ich greife rein und habe hier das Denk mit Duftgel in der Sorte Flower Fantasy. Und das riecht so gut. Ich finde eigentlich, ist es ein Schwachsinnskauf, weil wenn man die ins Bad stellt, habe ich das Gefühl, man riecht die gar nicht so doll. Aber wenn ich so drin rieche, dann riecht das so gut und deswegen musste das wieder mit. Ja, ich weiß auch nicht. 55 Cent dachte ich mir, mein Gott. Dann noch zwei Sachen fürs Bad, die ich richtig gut finde. Also Wahnsinn, ich bin begeistert. Die WC-Wasserkassentabletten, 2-in-1 Reinigung und Entkalker, kosten 95 Cent, 2 Stück. Die habe ich mal in einem Video von irgendwem gesehen, ich weiß nicht, und seitdem kaufe ich die immer. Also die tut man im Wasserkasten und die erste halbe Stunde darf man nicht spülen. Und wenn man dann spült, kommt da richtig schön blaues Wasser raus. Und dann noch so ein, na wie heißt die denn? Zeige ich euch auch gleich noch dazu. Das ist perfekt. Also ist vielleicht auch mehr optisch. Ich weiß nicht, ob die jetzt so entkalken oder halt so richtig reinigen. Aber ich finde das einfach, sieht so schön gereinigt und frisch aus einfach das Klo. Habe ich gleich mal auf Vorrat gekauft. Eine hält so circa eine Woche. Also ja, habe ich jetzt eine Monatsration. Dann habe ich mitgenommen, ganz neu von Cotonelle, jetzt eine neue Edition, feuchtes Toilettenpapier mit grünem Tee und Jasmin. Und ja, ich glaube, die Verpackung hat mich einfach angesprochen. Die sind echt schweineteuer, für 1,75 sind die 24 nur drin. Ne, 42, Quatsch, 42, ja. Ja, und ich weiß nicht, aber es musste irgendwie mit. Und Jasminblüten, ich mag diesen Duft, ich liebe Jasmin momentan. Ich habe das in so vielen Sachen bei mir und ja. Deswegen musste man mit, musste ausprobiert werden, war neu. So, und jetzt hier, das meinte ich eben, diese WC-Frisch, wie heißen die denn?
PC-Stein reinhänge, Dingens, ihr wisst, was ich meine. Die sind auch relativ neu, Blaukraft aktiv. Das ist jetzt hier Ozeanfrische. Wir hatten davor den mit den weißen Pünöppeln da drin. Und ja, ich finde die auch sehr gut, weil da kommt halt auch richtig schön blaue Farbe mit raus. Und dann in Kombi mit diesen Wasserkastentabletten. Und wenn man dann das Klo und Bad frisch geputzt hat, ich finde das einfach total schön. Das ist so ein Frauentick bei mir, weiß ich auch nicht. Ja, für 1,65 musste mit. Und ich finde, die sehen auch irgendwie immer ganz cool aus. Dann für 1,25 feuchte Allzwecktücher vom Denk mit. Ich liebe den Geruch, ich liebe die, ich finde die praktisch. Bin momentan auch hier ein bisschen am Reduzieren, was den Verbrauch angeht, weil ich dann lieber ein Geschirrtuch nehme und vielleicht Glasflasche oder auch sowas. Aber trotzdem müssen die immer einfach im Haus sein. Dann ist ein neuer Staubblitz mitgekommen. Das sind ja halt diese Staubmöppe, ihr wisst, diese, ne? To go, sag ich mal, geht fix, muss man nicht groß irgendwie, weiß ich nicht, Tücher nehmen oder so, da kann man einmal schnell überall mit rüber wischen, da sind drei Ersatzbezüge, nee, Eingriff plus fünf Bezüge, genau, sind da drin und lassen mich lügen, was haben die gekostet, ich weiß es gar nicht, mal den Kasten mal holen, wenn das der richtige ist. Nee, den anderen habe ich nicht mehr, ich glaube so 1, 2 Euro, 1,95 oder so, also nicht so teuer. Dann habe ich mitgenommen für unsere Pfannen und Töpfe Edelstahlpads 10 Stück mit Seife entfernt, mühelos, selbst hart gegen Schmutz und Verkrustungen. Die haben jetzt gekostet, da muss ich glaube mal schauen, 1,55 Euro. Und das ist halt das Praktische, dass da wie gesagt schon Reinigungsprodukt enthalten ist. Und hier sind 10 Stück drin und ja. Dann habe ich noch einmal Haushaltshandschuhe mitgenommen. Habe ich mich erschrocken, das war doch mein Handy. Sorry. Haushaltshandschuhe von Profissimo in der Größe Mittel, wenn man mal das Klo putzt und so. Weil ich habe da jetzt nicht einen Ekel vor, dass ich das ohne Handschuhe nicht kann, aber die Hände werden einfach so trocken. Und ja, durch meine Arbeit werden die eh schon immer sehr trocken und da möchte ich das dann möglichst vermeiden und nehme dann gerne sowas. Die kosten jetzt 45 Cent, meine ich. Finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Ich glaube, die sind auch nicht auf dem Bon. Dann habe ich für 1,45 Euro, meine ich, ja, Handschuhe und 45 Cent. Und wo habe ich das jetzt? Gar nicht mit drauf. Doch. 1,45 Euro, genau. Habe ich Scheuemilch mitgenommen von Frosch, Zitrone, rein Bad und Küche kraftvoll. Wollte ich jetzt einfach mal haben. Wir haben zwar von Beckstein, ja, haben wir diesen Ceranfeldreiniger oder auch von Denkmit habe ich dieses für die Spüle zum Reinigen, aber ich wollte jetzt einfach mal Scheuermilch da haben und habe halt die von Frosch genommen. Ja, schwören ja viele drauf, Bio und so, und ich dachte mir, probier es mal aus. Dann auch sehr geliebt von mir das Perwoll, genau, für Schwarzes, also für Dunkles und Schwarzes. Kostet 3,95 Euro und ja, gilt für 20 Wäschen, 1,5 Liter sind hier drin. Ich liebe diesen Geruch. Ja, ich liebe es damit, unsere Wäsche zu waschen. Oh, herrlich, ich liebe Waschmittel. Ja, und deswegen musste das mit, weil es ist gerade leer gegangen. Gestern, vorgestern oder so. Genau. So, das war das. Dann noch eine Spülbürste für 65 Cent, auch von Profissimo in einer schönen Farbe. So Magenta fand ich ganz schön. Ist ja immer so, wenn man Sachen hat oder Werkzeug, Material, egal in welchem Bereich, was hübsch ist, was einem Spaß macht, dann macht die ganze Tätigkeit auch mehr Spaß. Ob das, finde ich, geordnete Schulordner waren damals oder jetzt in der Berufsschule, macht das Lernen viel mehr Spaß. Oder halt Putzmittel, die man vielleicht zum Teil auch gar nicht braucht eigentlich. Aber ich bin da so, weiß ich nicht, ich habe es gerne zu Hause und dann macht das Ganze mehr Spaß. Geht es euch da auch so? Also ich glaube, das ist bei vielen so. Von Profissimo, das ist nämlich jetzt das beste Beispiel dafür, das ist der größte Schwachsinnskauf, glaube ich, der mit in diesem Einkauf ist. Das sind nämlich die neuen robusten Bartschwämme. 2 Stück, kraftvolle Reinigung, ohne Verkratzen, streifenfreie Reinigung. Die sehen so aus, kosten 1,45 Euro, mega teuer. Und letzten Endes, glaube ich, ja, haben sie relativ denselben Zweck wie vielleicht ein normaler, wenn man die andere Seite nimmt. Also nicht die, gerade die kratzige schwarze Seite vom Schwamm. Ja, also ob andere Badewanne jetzt groß zerkratzen, kommt immer darauf an, was man verwendet. Ich fand sie cool, ich wollte sie irgendwie haben. Ja, und dann nochmal hier für Töpfe und Pfannen habe ich hier so Edelstahl-Topfreiniger 3 Stück mitgenommen, die halt ja, ohne irgendwie Seife, Reinigungsmittel schon enthalten haben.
drin sind. Enthalten. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin ein bisschen verwirrt, schon lange kein Video mehr gedreht. Also, ne, wo man selber Spüling für verwendet. Und die haben gekostet, gerade ist mir der Bon weggeflattert, ich glaube 95 Cent. Nee, 85 sogar. Ja, genau. So, das war so der Haushalts-Beauty-Einkauf von DM. Und das Tütchen ist leer. Ja, das war so alles, was wir so momentan brauchten. Jetzt haben wir eigentlich wieder alles. Ich habe sowieso einen großen Haushaltsschrank. Ich habe ja euch ja auch schon mal ein Video gedreht, was ich so alles habe. Und ja, es ist halt mehr, als man braucht, wie eben schon gesagt. Aber mir macht es dann einfach mehr Spaß. Für alle, die Interesse haben an Haushaltsprodukten, was ich so da habe, ich setze euch das Video mal unten in die Infobox. Da könnt ihr mal reinschauen. Da habe ich mal gezeigt, was ich bis dato alles so zu Hause hatte und auch noch habe jetzt. Ja, und ich weiß auch nicht, ich bin auch ein Putzfan, also ich mag das, ich habe das von meiner Mama, ich weiß nicht, wie es euch da geht. Es gibt wahrscheinlich viele, die das nicht mögen, aber mir bringt das irgendwie Spaß und wenn man da alles da zu Hause hat, was gut duftet und irgendwie toll aussieht, dann, ja, macht das Ganze mehr Spaß. Ich weiß, es ist ein bisschen bescheuert, aber ist bei mir so und ja, wir mögen es sauber. So, Mädels und vielleicht auch Jungs, ich weiß nicht, ich wünsche euch noch was, bleibt mir gesund und wir sehen uns hoffentlich, wenn ihr Lust habt, im nächsten Video. Ich werde jetzt noch ein Aufgebraucht für euch abdrehen, freue mich schon und jo, verabschiede mich in diesem Sinne. Bis dann, ciao!